Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KBS Regionaltv. Sie sind klein, gemein und gefährlich. Sie lauern in Wäldern oder auf Wiesen tief im feuchten Gras. Zecken, wir alle haben Respekt vor ihnen, aber eigentlich wissen wir gar nicht, was passiert, wenn sie uns gestochen haben. Wie gefährlich so ein Stich sein kann, sehen Sie jetzt. Die in Deutschland am häufigsten vorkommende Schildzecke lebt im Freien, vorzugsweise an Waldrändern, an Lichtungen oder an Bächen. Sie bewegen sich am Boden, im hohen Gras oder in Gebüsch und Unterholz. Jedes Jahr kommt es im Frühjahr zu vermehrten Zeckenstichen. Mediziner und Mikrobiologen, wie hier am Karl-Thiem-Klinikum in Cottbus, sind ständig damit beschäftigt, herauszufinden, welche Erreger übertragen wurden. Also auf einer Wiese, die wochenlang nicht gegossen worden ist und von der Sonne ausgetrocknet ist, kann eine Zecke in der Regel nicht überleben. Aber am Waldrand, in nicht gemähtem Gras, im unteren Bereich, bildet sich ein Mikroklima, wo diese Luftfeuchtigkeit vorhanden ist. Im Wald, wo Laub liegt, am Flussufer, wo Gras steht, dort lebt die Zecke. Und wenn ich dort eindringe, kann sie auf den Körper übergehen. Nachdem die Zecke sich vom Grashalm oder Busch abstreifen ließ, sucht sie auf ihrem potenziellen Wirt eine dünnhäutige, feuchte und gut durchblutete Stelle zum Blutsaugen. Eine Zecke sticht zu an einer Stelle, die feucht ist. Das wäre also, jeder weiß es, wenn er schwitzt, wo er am meisten, am schnellsten feucht ist, die Achselhöhlen im Schritt in den Kniekehlen. Dort würde sie sich erstmal versuchen anzusiedeln, um dann längere Zeit saugen zu können. Die Zecke sondert bereits während des Stechens mit ihrem Speichel ein Betäubungsmittel ab, das die Einstichstelle betäubt. Deshalb spürt man Zeckenstiche nicht, auch wenn der Stechapparat der Zecke wesentlich größer und gröber ist als beispielsweise der Stechrüssel einer Stechmücke. Rausdrehen ist das Sinnvolle, weil die Zecke sich mit einem biologischen Zement in der Haut fixiert. Und wenn man sie zieht, reißt man den Stichapparat vom Körper ab und der kann dann immer noch Flüssigkeit in den Körper abgeben. Also Zeckenzangen gibt es, Pinzetten oder auch solche Zeckenhaken. Runterfahren zwischen den Rumpf und der Haut und dann durch drehende Bewegung aus der Haut herausnehmen. Ja. In den vergangenen 2 Jahren wurde am Institut für Tropenmedizin der Universität Tübingen sowie an 2 weiteren Zentren in Deutschland und Österreich eine erste klinische Studie mit einem neuen Impfstoff durchgeführt. Es werde aber noch mindestens 3 Jahre dauern, bis mit einem Impfstoff zu rechnen sei, schätzen die Experten. Man fragt immer, ob es eine Zeckenimpfung gibt. Nein, es gibt keine Impfung gegen die Zecken. Die Borrelien, die in unserer Region übertragen werden, können auch nicht geimpft werden. Es gibt dort eine Impfstoffentwicklung in den Vereinigten Staaten. Aber da gibt es nur eine Borrelienart. In Europa gibt es 5 verschiedene und die sind sehr variabel, sodass eine Impfstoffentwicklung nicht gelingt. Gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis-Virus, was im Süden vorkommt, dort gibt es eine Impfung, die ist auch dringend zu empfehlen, wenn man sich in diesen Regionen aufhält. Zecken gibt es seit 350 Millionen Jahren. Im Laufe der Evolution haben sie sich kaum verändert. Der Grund? Schon von Anfang an waren die Zecken vor allem mit einer Fähigkeit ausgestattet. Sie sind zäh. Ja, Sie haben also gehört, was Sie zu tun haben, wenn Sie von einer Zecke gestochen werden. Wenn Sie doch noch Fragen haben, jederzeit bei Ihrem Hausarzt informieren oder auch bei der Knappschaft. Sie übernimmt übrigens alle wichtigen Impfungen. Was es sonst Neues gibt, das erfahren Sie jetzt in unseren Kurzmeldungen. Willkommen im Job. Infos für Berufsstarter. Goodbye Schule, hallo Arbeitswelt. Was man als Berufseinsteiger beachten sollte, zeigt die Knappschaft auf der Homepage www.willkommenimjob.de. Mit dem Einstieg ins Berufsleben ändert sich auf einmal viel. Vertrag unterschreiben, Girokonto eröffnen, Versicherungen abschließen. Das kann manchmal stressig sein. Und spätestens zum Beginn der Ausbildung will der Arbeitgeber dann auch noch wissen, für welche Krankenkasse man sich entschieden hat. Auf dieser Homepage werden alle wichtigen Fragen dazu beantwortet. Frauen haben bei gesunder Ernährung die Nase vorn. Geht es um gesundes Essen, sind Frauen eindeutig verantwortungsbewusster als Männer. So achten knapp 70% der Frauen auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Bei den Männern ist es nicht einmal die Hälfte. Zudem wählen Frauen eher Obst oder Gemüse als Zwischenmahlzeit. Auch in puncto Fastfood halten sie sich im Gegensatz zu den Männern zurück, wie die GfK-Marktforschung kürzlich in Nürnberg bei einer Umfrage herausgefunden hat.
Seit der Bundestagswahl im letzten Jahr ist sie in aller Munde, die sogenannte Mütterrente. Bis heute gibt es noch gar kein Gesetz. Die Antragsflut allerdings, die steigt täglich bei den Rentenversicherungsträgern. Was Sie eigentlich genau tun müssen oder vielleicht auch gar nicht tun müssen, das erfahren Sie jetzt in unserem nächsten Beitrag. In der Koalition aus CDU und SPD ist man sich zur Einführung der sogenannten Mütterrente einig. Beschlossen ist aber noch nichts. Trotzdem gehen auch bei der deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahnsee tausende Anträge ein. Wer diese Vordrucke in Umlauf gebracht hat, ist unbekannt. Ich habe mich mit der zuständigen Rentenreferentin der Knappschaft getroffen, um darüber mehr zu erfahren. Frau Saschowa, werden Sie in diesen Tagen von der Mütterrente erschlagen? Ja, ganz klar ja von uns, obwohl das Wort Mütterrente ist ein wenig irreführend. Es handelt sich eigentlich um Kindererziehungszeiten, die jetzt verstärkt oder vermehrt berücksichtigt werden im Vergleich zu vorher, und zwar für Kinder, die vor 1992 geboren sind. Aber wie kommt es, dass zurzeit so viele Menschen und Bürger im Land eine Mütterrente beantragen, obwohl es noch nicht mal ein Gesetz gibt? Ja, es gibt einen Vordruck, der ist sehr ominös, keiner weiß, wo der herkommt, und der wird im Bekanntenkreis, im Familienkreis herumgereicht bei der Arbeit. In diesem Vordruck wird eigentlich suggeriert, du musst einen Antrag stellen, um diese Kindererziehungszeiten zu bekommen. Das ist falsch. Ja? Es muss keiner einen Antrag stellen. Wir werden alle Zeiten der Kindererziehung, die zusätzlich zu berücksichtigen sind, von Amts wegen, also von uns aus aufgreifen und dann bei Ihnen bei der Rente berücksichtigen. Wie viele Anträge liegen schon vorher in Cottbus? Also ungefähr 3.500 Anträge haben wir bisher, und es werden jeden Tag mehr. Wie gehen Sie damit um, mit so einer Flut von Anträgen, die gar keine Grundlage haben? Ja, im Augenblick erfassen wir erstmal sämtliche Anträge, damit auch keiner verloren geht. Wir senden den Versicherten eine Eingangsbestätigung zu, und ansonsten warten wir ab, bis das Gesetz da ist. Ab wann wird es denn ein Gesetz geben? Also wir gehen davon aus, dass das Gesetzgebungsverfahren im Juni 2014 beendet ist, sodass das Gesetz zum 1.7.2014 in Kraft treten kann. Und die Auszahlung kann dann wann erfolgen? Nicht zum 1.7., das sage ich ganz klar, das werden wir nicht schaffen. Zum 1.7. gibt es erstmal die Rentenanpassung, auf die sich natürlich jeder freut. Die Anpassungsmitteilungen, die werden bereits im Mai angedruckt, damit auch jeder pünktlich weiß, wie viel Rente bekommt er mehr. Wenn wir natürlich im Mai die Rentenanpassung drucken, ganz klar, und ich auch gar kein Gesetz habe, kann ich das noch nicht berücksichtigen. Daher werden wir erst im Laufe des Jahres 2014 die Anpassung und die Berücksichtigung der Kindererziehungszeiten vornehmen können. Zum Schluss vielleicht noch ein Appell für die Bürgerinnen und Bürger zum Thema Mütterrente. Ja, Ruhe bewahren. Ja. Also ein Antrag ist nicht erforderlich. Wir werden für jeden Versicherten, für den es zutrifft, die entsprechenden Zeiten berücksichtigen, ohne dass ein Antrag gestellt werden muss. Gern. Gerade war man bei den Rentenversicherungsträgern dabei, die Akten zu digitalisieren. Nun häuft sich das Papier doch wieder. Sie haben es gehört, also Ruhe bewahren, wenn das Gesetz da ist, wird alles automatisch funktionieren und Ihnen wird auch kein Geld verloren gehen. Unsere Sendezeit für heute ist vorbei. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein, und bis dahin vor allem bleiben Sie gesund.